Guten Morgen, das ist so die ungeschminkte Wahrheit. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich da schminke. Und zwar hier liegt mal mein Schminkzeug, da der Spiegel und los geht's. Ich liebe es, mich zu schminken, deswegen habe ich auch ein paar Sachen. Aber ich habe jetzt nur für diese Woche nur das Nötigste mit. Eine originale Mozartkugel. Ich habe dir ja letzte Woche gezeigt, dass ich so ein Mozartkugel-Fan bin. Und jetzt bin ich in Salzburg, wo die Mozartkugeln her sind. Yummy. Liebe Grüße aus Salzburg und schau mal, ich bin eh schon voll auf Pferdeentzug und da gibt es ganz viele Fiakerkutschen. Voll schick, ein Apfelschimmel. Hallo Herzblatt. Oh. Wir sind jetzt gerade im kleinen deutschen Eck, schau mal, und da sieht man auch den Chiemsee im Hintergrund. Und jetzt sind wir am Weg Richtung Innsbruck. So, wir sind jetzt gerade Höhe Kufstein, glaube ich, und jetzt schon unterwegs Richtung Innsbruck. Also falls du auch schon mal näher bist, schau gerne vorbei. Jetzt gerade aus dem Auto, weil wir sind jetzt nämlich gleich auf der Maria-Theresien-Straße Ich hoffe nicht, das ist eine Fußgängerzone. In Innsbruck, auf einem Weihnachtsmarkt. Schau mal, was wir da für eine unglaubliche Aussicht haben. Ist das hier nicht mega nett? Wir sind ja jetzt gerade in Innsbruck. Voll schön, oder? Die Berge. Echt eine coole Aussicht gerade. Also ich bin komplett begeistert. Das ist so nett da in Innsbruck. Diesen Christkindlmarkt waren wir jetzt gerade. So viele Adventmärkte da in Innsbruck. Schau mal, wie schön. Aber wer ist von euch eigentlich jetzt schon in Weihnachtsstimmung? Weil ich bin eigentlich gar nicht in Weihnachtsstimmung. Aber bei Ihnen ist ja schon bald, gell? Nachdem wir ja nicht wissen, wo wir schlafen, sind wir jetzt gerade eingeladen worden. Und zwar in so eine Hütte. Das hier ist mein Zimmer. Es ist so super urig, schau mal. Ich finde es mega lustig. Decke ist auch ganz riesig, da habe ich mir sicher wahrscheinlich den Kopf jetzt gleich an. Da muss ich mich kurz ducken. Wie geht das hier auf? Okay, anscheinend bin ich zu blöd. Ah, jetzt. Ah. Voll nett. Ich finde das mega lustig. Jetzt muss ich mich da noch umziehen. Wir machen noch ein paar Fotos nämlich. Und schon wieder im Weihnachtskostüm. Ja, und wenn du Anita anschaust, dann weißt du einfach, das ist Weihnachten wird was wahr. ganz Besonderes. Und es ist die Unschuld, die dich Danke. auszeichnet. Manat verabschiedet sich jetzt gerade ab in sein Zimmer und wir schmeißen uns jetzt auch ins Bett. Wir freuen uns schon voll auf den Tag morgen. Gute Nacht.